Jo, meine Freunde, was geht? Wir reagieren heute auf Oxcut. Das heißt, die ABK-Leute können das Video einfach direkt disliken. Wäre aber cool, wenn ihr trotzdem dranbleibt, wegen der Watchtime. Wäre cool. Shadowhunter, danke für den Sub. Kuchen TV und seine lächerliche Entschuldigung an ABK, Digga. Ich bin gespannt. Freunde, ich heiße euch mal wieder willkommen auf diesem einzigartigen, wunderschönen, von Kreativität strotzenden Kanal und einer neuen Folge mit Espresso-Tasse angekündigt. Geboxt. Und natürlich geht es heute um Randall KuchenTV. In diesem Video behauptet er nämlich, dass er den ganzen Beef jetzt beenden möchte und dass er über ABK keine neuen Videos mehr machen möchte. Freunde, tatsächlich, Real Talk, der Beef mit ABK ist für mich nun eigentlich offiziell zu Ende. Dazu muss man aber sagen, kommt natürlich drauf an, was ABK jetzt noch macht, wenn er so ein richtig heftiges 80 Minuten Zerstörungsvideo hochballert. Okay, was ist das hier? Oder das hier? Digga, ich weiß nicht, also, Digga, das ist halt eine Reaction, das ist für mich kein richtiges Video, gescriptet auf KuchenTV. Oh. Vor allem, ich glaube, ich habe sogar in dem Video gesagt, dass ich auf die Videos trotzdem noch reagiere. Ich glaube, das habe ich gesagt, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht kann das mal einer abchecken. Digga, das Ding ist halt, Oxcut ist halt, also ich weiß nicht, also entweder er ist halt einfach ein unfassbar dummer Mensch, oder er ist halt so krass im Po von ABK drin. Ah, habe ich sogar, das sagen hier auch alle, ja. Warum hast du das nicht reingeschnitten? Warum lässt du das denn komischerweise weg, dass ich sogar sage, dass ich darauf reagiere? Wobei, einer hat gesagt, nein, okay, ich darf ihn nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich gehe auch davon aus, dass ich das gemacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher auf jeden Fall. So, und das verstehe ich nicht. Zum Beispiel das, also ich weiß nicht, für mich persönlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich ein gescriptetes Video auf KuchenTV hochlade, was ja auch eine deutlich höhere Reichweite kriegt, oder ich auf die Vorwürfe, die ja trotzdem noch gegen mich kommen, zumindest mal in einem Livestream drauf eingehe und das Ganze halt nochmal, also nochmal meine Sichtweise einfach schildere. Natürlich lasse ich das nicht so stehen und gehe dann zumindest da drauf ein. Aber wie gesagt, Oxcut macht so viele dumme Videos gegen mich, Digga. Ich weiß nicht, ob der einfach nur cool für ABK sein möchte, aber er verdreht so viele Tatsachen, labert so oft Müll. Digga, jetzt mal ernsthaft, du kannst mir das auch gerne mal privat schreiben. Was hast du mit mir, Digga? So wirklich seit Jahren. Also, ne, mal weniger, mal mehr, aber gerade jetzt in den letzten Wochen so, Bro, what the fuck, ey? So, was ist dein Problem? So, jetzt gucken wir weiter. Okay, KuchenTV, eine Frage. Wenn du jetzt das Ganze beenden möchtest, warum machst du immer noch weiter? Und generell muss man auch hinzufügen, wenn ich ein Beef komplett beenden möchte und jemandem die Hand reichen möchte, versuche ich doch nicht weiterhin, diese Person anzuzeigen und irgendwie das Ganze gerichtlich zu erklären, wo es nichts zu klären gibt. Es ist ja gerade einfach so, gebe ich auch zu. Stimmt, ja, gibt nichts zu klären. Ich finde es auch gut, dass eine außenstehende Person, die da gar nicht drin ist, die auch gar nicht weiß, was unsere Anwälte besprechen, einfach sagt, hä, gibt doch gar nichts rechtlich, ey. Ich schicke die an meinen Anwalt, der geht jede Textzeile durch. Ich weiß, du musst das gucken, warte, ich weiß, du musst gucken, dass jetzt keiner checkt, denkt, du willst es totschweigen oder so, aber das Thema ist durch. Nee, also, keine Ahnung, so, guck mal, das Ding ist halt, an sich hat er natürlich recht, wenn ich den Beef jetzt komplett so beenden wollen würde, sag ich mal. Klar, das Klügste wäre dann halt gar nicht mehr drauf einzugehen und ABK einfach komplett ignorieren. Gebe ich euch auch recht, gebe ich auch ihnen recht so. Das Ding ist zum Beispiel für mich, jetzt dieses neue Video, was ABK gemacht hat beispielsweise über mich, ne? Also das letzte. So, da hat er mich halt als Islamfeind wieder hingestellt. Er hat alle möglichen Sachen instrumentalisiert, um mich irgendwie in diese Nazi-Schiene wieder mit reinzunehmen. Und natürlich reagiere ich darauf und möchte meine Sichtweise schildern, weil ich halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen möchte. Ich hatte ja sogar eigentlich geplant, trotzdem wieder ein Video über ABK zu machen, weil ich mir schon da dachte, ey, so, das kann ich nicht stehen lassen. Aber ich dachte so, ey, es ist ABK, das wird halt nie enden. Weswegen ich ja dann nur noch mal eine Entschuldigung in meinem Cake News halt hochgeladen habe, ohne dass ich jetzt ein komplettes Video noch mal gedroppt habe halt, ne? Uria Nico hat es, glaube ich, hier rausgesucht. Bei 6:38, gucken wir mal hier, das ist, glaube ich, dieses 50-Minuten-Video über ABK. So, im Endeffekt, wenn ABK jetzt noch Videos gegen mich droppt, ist ja auch sein Recht, kann er ja auch machen, ist auch überhaupt kein Problem, dann werde ich wahrscheinlich nur noch darauf reagieren und das Ganze dann auf KuchenTV Uncut 3 Wochen später hochladen, wenn es... Oxcut. Erklär mir doch mal, warum du das nicht eingefügt hast. Also du wirst dich doch... Du wirst dich doch informiert haben, oder nicht? Oder hast du mein Video etwa nur die ersten 20 Sekunden geguckt und dir daraus die Information rausgenommen?
Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen bei so einem hochqualitativen YouTuber. Ich guck, was falsch ist und mahnt das halt ab, so, ne? Und Digga, ihr hattet ein YouTube-Beef und ihr macht weiter. Und ich habe da sogar in den Kommentaren geschrieben. Viele Kommentare hat er natürlich geliked und zufälligerweise die meist gelikten Kommentare hat er gar nicht gesehen. Unter anderem ist auch mein Kommentar darunter gefallen. Ja, KuchenTV, sehr männlich, Leute. Okay, also wenn ich Kommentare nicht herze, die Top-Kommentare sind, habe ich sie nicht gesehen, oder was? Hä? Digga, ich herze einfach Kommentare, die ich logischerweise halt gut finde. Und dass ich sowas wie, hast du sie geschlagen oder hat sie gelogen, nicht herze, ist doch klar. Guck, und genau das meine ich halt. So, der Typ ist halt einfach so ein ABK-Fanboy-Mitläufer, der halt alles aus dem Zusammenhang reißt, irgendwelche komischen Fronts raushaut. Hauptsache, er kann genau bei den ABK-Leuten irgendwie sich halt Sympathiepunkte und Abonnenten erhaschen. Digga, das ist so ein falscher Mensch. Das ist so krass, wirklich. Das geht, seitdem ich... Schon seit Monaten geht das so, wirklich. Es ist so lächerlich, ey. Da anzuzeigen, wenn dir die Meinung nicht gefällt. Leute, schaust du nicht eh nur in den ersten ein, zwei Stunden in die Kommentare? Boah, kommt drauf an, ne? Gibt halt einige Videos, da gucke ich auch gerne nochmal später rein. Ne, wenn mich zum Beispiel auch das Feedback interessiert, ne? Das habe ich zum Beispiel bei der Reaction auf Monte gemacht, die ich letztens hochgeladen habe, weil da hat mich das Feedback auch einfach interessiert. Bei ABK habe ich auch ein, zweimal noch reingeguckt, so. Aber ja, ich sag mal, das Ding ist halt, dass die... Also es gibt natürlich auch Leute aus meiner Community, die der ganze ABK-Beef halt wirklich mega stört, keine Frage. Aber auch sau viele Leute, Dankeschön, der Fansammler, auch sau viele Leute aus der ABK-Army, die campen halt meine Kanäle gerade ab. Deswegen gibt's da auch Videos, da lohnt es sich einfach nicht in die Kommentare zu gucken, so, ne? Oder auch die Drachen-Hater sind teilweise wieder sehr aktiv in den Kommentaren, aber lustigerweise nicht auf KuchenTV, sondern halt eher so auf iKuchen oder KuchenTV Uncut. Aber was da teilweise geschrieben wird, wirklich, es ist, ey, ach, Digga, das tut weh. Ganz kurz, warte mal, setz dich mal wieder hin. Also, ihr müsst euch das mal so zusammenfassen. Der Typ sagt, der Beef ist für mich zu Ende, aber möchte hinterrücks, damit die Öffentlichkeit das nicht sieht, ihn trotzdem ficken, indem er ihn natürlich auch noch finanziell belasten möchte. Das heißt, das geht sogar über Videos hinaus. Also, wenn er nur bloß Videos machen würde gegen ihn, wäre ja alles gut und schön. Ach, Digga, guck mal, das ist auch so eine fucking Doppelmoral, Alter. Guck mal, du sagst es, ABK, dass er auch nur Videos macht. Und an sich, ja, er macht ja auch nur Videos. Aber was droppt er in seinen Videos, Bruder? Mich die ganze Zeit als Islamfeind hinzustellen, als Nazi, als Pädophiler, die Leute gegen mich aufzuhetzen, gefühlsmäßig, das geht auch über YouTube hinaus. Was denkst du denn, wenn ich mal die falschen Leute auf der Straße treffe? Was denkst du denn, wie die reagieren, wenn das wirklich so ein ABK-Fanboy ist, der die ganzen ABK-Videos gesehen hat und jetzt denkt, dass ich so ein pädophiler Nazi bin, der was gegen Muslime hat? Erklär mir das mal bitte. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Denkweise einfach nicht, dass man sagt, oh, du gehst da rechtlich gegen vor, das geht aber gar nicht. Ja, aber dass ABK seit Jahren deinen Ruf zerstören möchte und dafür sorgt, dass du so krass wie möglich von allen Muslimen in Deutschland gehasst wirst, das ist cool, weil das hat er in einem Video gesagt. Deswegen ist das in Ordnung. Ich check's nicht, Digga. Ich check diese Meinung einfach nicht. So, man kann gerne kritisieren, dass wir das jetzt anwaltlich austragen. Kann man gerne machen, das ist gar kein Problem. Aber da musst du ABK mindestens mal genauso dafür kritisieren, wie er versucht, das Ganze in mein Privatleben zu ziehen. Er versucht die eklige Methode, damit die Öffentlichkeit nicht über ihn richtet und ihn deswegen kritisiert. Das stimmt doch gar nicht, Digga. Ich halte das doch gar nicht geheim. Er tut so, als wenn ich das jetzt irgendwie im Geheimen mache. Nein, ich sag doch sogar in dem Video, in diesem Video, was er eingeblendet hat, habe ich sogar ganz klar gesagt, dass wenn ABK weiter Videos macht, schicke ich die zu meinem Anwalt und mahne ab, was geht. Ich halte das nicht geheim. Ja, Digga, das, was ABK über Jahre gemacht hat, irgendwann ist mal gut. Und ABK hat jetzt in letzter Zeit so viele Fehler gemacht, dass ich da ohne Probleme reingehen kann. So, und da mache ich das ganz einfach, Digga. Also, weil ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich ihm irgendwie jetzt da vielleicht finanziell schaden möchte mit den Abmahnungen. Das kann sein, ja. Aber ich glaube, ich habe nie gesagt, dass ich seiner Familie das Brot wegnehmen will. Bruder, was bist du für ein Mensch? Weil du genau weißt, dass er die finanziellen Mittel einfach nicht dazu hat, diese ganzen Gerichtskosten zu tragen, falls er verlieren würde natürlich, müsste er ja zwangsläufig auch von seiner Familie Geld nehmen, damit er diese ganzen finanziellen Aufwendungen auftreiben kann. Also greifst du auch indirekt seine Familie an. Digga, Marvin, wenn du das siehst, ich weiß nicht, irgendwer hat gesagt, dass du Oxcut feierst, Digga. Ey, wenn das wirklich dein Ernst ist, hast du Braunschweig-Verbot, wirklich. Ey, das ist... Ganz kurz aber mal zum Runterkommen, Digga, wisst ihr, was mega ist? Dieses Buch hier über das Universum, Digga, steht alles drin, was wir wissen, krank. Ich mach einfach mal eine Seite auf, dass wir ganz kurz mal runterkommen. Digga, guck mal, das existiert einfach, ne? Guck mal, das ist irgendwo, ne? Digga, wie krass.
Heftig, Digga, der Käfernebel, krank. Der ist 4000 Lichtjahre entfernt. So lange müsste man wahrscheinlich auch nach der Intelligenz von Oxcott suchen. So. Okay, gehen wir da auf jeden Fall mal drauf ein. Also, der erste Punkt ist auf jeden Fall, vor allem lustig, dass er auch nicht sagt, dass der ABK seine Familie finanziell unterstützt. Okay, nehmen wir mal an, ich würde vor Gericht gewinnen. Und tatsächlich ist es dann so, ABK kann das nicht zahlen. Er muss nicht zwangsweise Geld von seiner Familie nehmen, denn er kann einfach, also theoretisch, was erstmal super unwahrscheinlich ist, könnte er aber theoretisch unter bestimmten Auflagen in die private Insolvenz gehen, was aber keinen Sinn macht, denn er hat ja YouTube-Einnahmen. Das heißt, ich hätte einfach einen Titel gegen ihn und er würde das in Raten zurückzahlen. So, das ist halt schon mal das Erste so. Und vor allem, was ist das auch für eine Aussage? Also, wenn jemand Geld nicht zahlen kann, dann nimmt er immer zwangsweise Geld von seiner Familie oder was? Erstens, wer sagt denn, dass, das ist jetzt kein Front gegen ihn so, aber wer sagt denn, dass zum Beispiel seine Familie überhaupt die finanziellen Mittel hätte, um ihm zu helfen? Das ist schon mal das Erste. Das ist bei mir das Gleiche. Wenn ich jetzt Schulden habe, ich kann auch nicht zu meiner Mutter gehen und sagen, ey, ich brauche mal 50.000. Jetzt nur so als Beispiel, ne? Das ist jetzt kein Front an ABK oder so. So, und selbst wenn ABK das nicht zahlen kann und selbst wenn er dann Geld von seiner Family nimmt, ist das doch nicht mein Problem, hä? Also, dann ist doch ABK trotzdem selber daran schuld, durch die Aktion, die er gemacht hat. Also, wenn ein Gericht sagt, dass das, was er gemacht hat, so schlimm ist, dass er mir, sagen wir jetzt einfach mal, 15.000 Euro zahlen muss, also dann hat er das doch auch verdient, dann hätte er sich vielleicht einfach mal zurückhalten sollen. So, also Oxcut sagt jetzt quasi, ich darf rechtlich nicht gegen ABK vorgehen und zum Beispiel Schmerzensgeld verlangen, obwohl er ja ganz klar Straftaten gegen mich verübt hat. Einfach nur, weil das, wenn er zahlt und er kann es nicht zahlen, dann greife ich ja auch seine Familie mit an. Aber dass meine Freundin zum Beispiel komplett mit reingezogen worden ist oder mein Sohn, das ist okay. Ey, wirklich, dieser Typ ist halt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich, das ist doch eine Parodie auf den Menschen, Digga. Ich glaube immer noch, der Typ trollt, safe. Irgendwann macht er ein Video und sagt so, Spaß, Guru TV ist doch geil. Irgendwie doppelmoralisch, oder nicht? Apropos Doppelmoral bzw. Heuchler sein. Ihr könnt euch ja noch erinnern, als sich Kuchen TV über den Tod des Cousins von ABK lustig gemacht hat. Nun wundert er sich aber, dass ABK natürlich darauf antwortet und wirft ihm tatsächlich vor, dass er Krokodilstränen hat. Der hat noch Bart. Ja, sieht man jetzt nicht. Digga, aber mach nicht. Jetzt nicht den Kuchen TV. Digga, er dreht das Video nach 3 Wochen und tut dann so, als würde er jetzt noch darüber weinen. Er hat es doch vor 3 Wochen. Im Täter-Opfer-Ausgleich, er kann auch dafür arbeiten. Wie jetzt? Er kann bei mir arbeiten, um seine Strafe zu bezahlen. Das wäre auch lustig. Jo, was geht? ABK Talks eigentlich schon. Digga, ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist und wie wenig Empathie du besitzt, aber wenn jemand von deiner Familie verstirbt und du darüber redest, dann wirst du halt emotional, egal wie oft du es tust. Digga, ich habe letztens eine Oma getroffen und sie hat über ihre verstorbenen Eltern geweint. Die Frau hat seit 50 Jahren gefühlt keine Eltern mehr. Und ich glaube, das tut sie öfter, wenn sie über diese Thematik redet. Ja, okay, da stimme ich mir auf jeden Fall zu. Ist auf jeden Fall ein Punkt, safe. Das ganze Video von ABK war aber mega instrumentalisieren und für mich sah es schon so aus, als ob er das jetzt absichtlich drin gelassen hat, einfach nur, damit er halt seine Zuschauer halt auf der Gefühlsebene halt erreicht. So, das ist zum Beispiel das, da habe ich auch mit einem Kollegen drüber geredet, so zum Beispiel ein Grund, warum ich halt gegen ABK auch gerade so abstinke, sage ich jetzt einfach mal so ganz hart ausgedrückt, ist halt, weil er, also ich bin so ein logischer Mensch einfach, so wisst ihr so, für mich ist 1 plus 1 ist 2, fertig, Digga, wird nicht drüber diskutiert. Das Ding ist, ABK macht das Ganze halt eher auf so einer emotionalen Gefühlsebene so. Er will seine Zuschauer halt richtig erreichen so. Deswegen immer diese wacken Real Talks am Ende, weil das halt genau diese Leute halt berührt, weil du die damit halt erreichst. Das ist ja genauso, wie wenn du zum Beispiel, was er im Video gemacht hat mit Hanau so. Ja, machst du dich jetzt darüber auch lustig? Er will ja einfach nur die Emotionen der Leute erreichen. Und das ist, gerade wenn es jetzt auch um emotionale Themen und so weiter geht, ne, was jetzt ja irgendwie auch alles ein bisschen ausgeartet ist, ist das ein viel, viel besserer Weg, um Leute halt zu erreichen. So, ich kann so logisch denken, wie ich möchte, aber gegen Emotionen kommst du damit nicht an. Selbst wenn du recht hast, wird es keiner so sehen, weil die halt emotional berührt sind. Und selbst wenn du logisch recht hast, dann geben die dir kein Recht. So, das ist halt, deswegen habe ich auch zum Beispiel auch gesagt, so, ja, es macht echt keinen Sinn, da irgendwie Videos zu drehen, weil, ja, was soll ich machen, Bro? Ich muss mal kurz. Ich habe mich dann sogar einige Tage später nochmal privat bei ABK gemeldet, weil ich mich selber damit halt einfach nicht. Ja, gut, da übrigens auch dumm. Das Video wurde mir übrigens zugeschickt. Ich habe hier. Nee, warte. Ach, das war gar nicht das Video. Aber, warte, ich habe hier irgendwo sogar kommentiert gehabt, glaube ich. Oder das war der andere Kanal. Da hat mir halt jemand vorgeworfen,
Ich habe das, dadurch, dass ich die Entschuldigung ja geschnitten habe, habe ich das vielleicht gar nicht an ABK geschickt oder ABK hat das gar nicht bekommen, weil er mich blockiert hat. Wo ich mir so denke, ja, oder ich habe vielleicht einfach was weggeschnitten, weil das halt nichts damit zu tun hatte. Da habe ich auch einfach nur noch geschrieben, jo, der Beef ist halt vorbei. Gut gefühlt habe und wollte mich auch einfach nochmal persönlich bei ihm entschuldigen. Und dann tut er eine ganz interessante und heuchlerische Tat. Und zwar sagt er, er hätte sich öffentlich ganze Zeit ja entschuldigt, aber er hat es auch privat getan. Und das Privat hat er in die Öffentlichkeit wieder getragen, wodurch es wieder eine öffentliche Entschuldigung ist. Wenn man sich bei einem Menschen persönlich entschuldigt und privat es tut, braucht man das nicht nochmal in der Öffentlichkeit zu erwähnen, so nach... Der Typ tut weh, Digga. Du bist der Nächste, der eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommt, Digga, sag ich dir. Ey, das ist halt, es ist halt so dumm. Guck mal, das Ding ist, ich hab ihm ja jetzt nicht geschrieben und hab das in die Öffentlichkeit gezogen und hab gesagt, guck mal, ich habe mich bei ihm privat entschuldigt, ihr dürft mich nicht mehr fronten. Sondern es geht einfach darum, dass ich ABK sogar privat die Hand gereicht habe, dass ich privat gesagt habe, ey, es tut mir leid, neben dem Öffentlichen. So, ich hab also privat, das wusste ja gar keiner, dass ich das getan habe. Ich hab das nirgendwo erwähnt. So, weil es, wie er schon sagt, an sich niemandem was angeht. Das ist privat, dass ich zu ABK gegangen bin und gesagt habe, ey, Bruder, tut mir halt leid. Und dann droppt ABK ein Video, wo er komplett instrumentalisieren versucht, mich als Islamfeind whatever hinzustellen und sowas beispielsweise weglässt. Was ich persönlich finde, was gar nicht geht. Denn egal, ob man jetzt sagt, okay, das Privatentschuldigen macht es besser oder nicht, weil die Aussage ist ja trotzdem die gleiche, so ist es ein wichtiger Fakt, dass man sagt, ja, okay, aber KuchenTV hat sich zumindest privat bei mir gemeldet. Denn auch das hätte halt nicht jeder gemacht. Und das war mir einfach wichtig und deswegen habe ich das in die Öffentlichkeit gezogen. Wisst ihr, und das verstehe ich bei Oxcut doch einfach nicht. So, da beschwert er sich jetzt darüber, dass ich irgendwas Privates in die Öffentlichkeit gezogen habe, so dass... Dass ABK aber zum Beispiel bei Unger auch irgendwelche Chatverläufe oder sonst irgendwas rausgehauen hat. Hast du darüber ein Video gemacht? Hast du da gesagt, dass das von ABK überhaupt nicht geht? Und ich meine, ABKs Punkt war ja, dass es ja gut ist, diese Sachen zu veröffentlichen, weil sie seinen Punkt nochmal untermauert haben. Das gleiche ist auch bei mir auch der Fall. Also ist es doch in Ordnung, oder nicht? Digga, es ist so fucking lächerlich, wirklich. Du merkst einfach, dass der Typ sich auf mich eingeschossen hat. Und das wird gefeiert so, ne? Die Leute denken sich so, ja, Mann, macht Sinn. Ey, es ist wirklich... Nach dem Motto, guck mal, was für ein guter Mensch ich bin. Ich hab's noch privat getan, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Und da... Das habe ich so gar nicht gesagt. Der versteht nicht mal den Sinn, warum ich das gesagt habe. Ey. Durch meine lieben Freunde der Empathielosigkeit beweist KuchenTV wieder mal, dass er ein Mensch ist, der nicht so viel Ahnung von Moral hat. Mein Gott, ey, wie kann man sich selber so oft ins Bein schießen? Und im fortlaufenden Video heult er ja noch darüber rum, dass ABK ja gesagt hätte, dass jeder ein Hasun sei, der mit KuchenTV weiterhin chillt. Ich das jetzt hier auf YouTube jeden... Und den ich sehe, der mit KuchenTV ein Video dreht oder jede Firma, die mit ihm zusammenarbeitet, ich werde die Mutter dieser Person schwängern. ABK weiß, dass ich viel mit Fizzy mache. Er hat auch schon in der Vergangenheit des Öfteren auf Tracks von uns reagiert, die wir gemacht haben. Was denkst du, wie sich ein Fizzy fühlt, dass du ihm sagst, dass du seine tote Mutter schwängern möchtest? Und KuchenTVs Gegenargument ist tatsächlich, dass er selber einen ausländischen Freund hat, der Tweezy ist und ebenfalls eine tote Mutter hätte. Und dadurch ABK seine tote islamische Mutter beleidigt hat. Hä? Und wirft ABK vor. So gesehen hat er genau das getan. Vor allem ist es lustig. Also das ist ein Punkt für ihn, der zählt nicht. Aber dass ABK in seinem Video sagt, dass ich mal wieder einen toten Muslim beleidigt habe, also das auf die Religion zieht, ist für ihn wieder komplett in Ordnung. Digga, ich verstehe diese also jetzt mal Real Talk, Digga, melde dich bei mir bitte privat. Ich würde es gerne einfach checken. Also entweder der Typ ist halt wirklich in ABK absolut verliebt, oder der Typ hasst mich auf den Tod. Aber so wenig objektiv kannst du kein Video machen. Das ist faktisch halt nicht möglich. Digga, ich habe mit dem, was ich da gesagt habe, mit Fizzy und so weiter, habe ich genau das Gleiche gemacht, was ABK bei mir seit Jahren macht. Und bei mir wird direkt ein Aufstand gemacht. Hä, wie kann man so dumm sein? Hä, Digga, du hast dir wieder ins Bein geschossen. Aber ein ABK, der genau das Gleiche jahrelang macht, da wird gesagt, ja, Mann, Digga, ich feier den. Geiler Typ, Alter. Ich check's nicht, wirklich, ich versteh's nicht, Mann. Das ist der Typ ist durch. Dass er das wusste. Ja, ABK, du wusstest ganz genau, dass dein größter Erzfeind, dessen Freund, eine tote Mutter hat und du ihn bewusst deswegen beleidigt hast. Also hast du bewusst tote Menschen beleidigt. Du böser Mensch, Tim. Ja, ich habe bewusst seinen toten Cousin beleidigt oder den Witz gerissen, weil der Muslim ist.
Ist genau das Gleiche. Du könntest es genau so sagen. Warum machst du es nicht? Erklär's mir bitte. Ich weiß nicht, wie interessant. Und natürlich wurde da indirekt die Mutter beleidigt. Ich chill mit Twizzy. Twizzys Mutter ist tot. ABK hat das gesagt. Ende. Natürlich. Natürlich hat ABK in dem Moment jetzt wahrscheinlich nicht an Twizzy gedacht und hat nicht gedacht, boah, ich diss den jetzt. Aber sowas zieht halt mit. Und da muss man sich mal vielleicht überlegen, ob man dauernd irgendwie die Mutter oder sonst irgendwas mit reinziehen darf. Die übrigens im Islam eigentlich auch heilig ist, die man eigentlich nicht beleidigen darf. Und es gibt sogar so ein überliefertes Aussage von Mohammed, wo der sogar sagt, dass man die Eltern nicht beleidigen soll. Aber das ist halt dann wiederum nicht so wichtig halt, ne, für ABK. Digga, es ist halt... Kannst du selber dein Leben helfen, weh, wirklich. Den ganzen Freundeskreis, den du hast. Aber ich wusste das tatsächlich auch nicht. Und ich glaube, viele andere Leute wussten auch nicht, dass du der Freund von Twizy bist. Und vor allem, dass Twizys Mutter verstorben sei. Also, was lernen wir daraus, Leute? Gar nichts. Ja, aber ich wusste, dass ABKs Cousin halt muslimisch ist, weil es halt... Was anderes gibt's halt nicht, ne? Aber was könnten wir lernen? Dass wir YouTubern natürlich nicht immer glauben sollten, wenn sie irgendwelche Moves machen, wie Entschuldigungen oder was auch immer, und das sofort für bare Münze halten. Weil im Endeffekt versuchen die natürlich mit der Öffentlichkeit zu spielen und ihre Sympathie irgendwie aufrechtzuerhalten. Und Digga, wenn ABK kein Video gedroppt hätte, dann wäre der Beef doch auch schon wieder vorbei gewesen. Oder wenn er ein normales Video hochgeladen hätte. Was geht? Was geht? Ich gehe gleich nochmal eine Runde spazieren. Oh yeah, that's nice, man. Na klar, Digga. So, gerne. Ja, jetzt bin ich raus. KuchenTV braucht Sympathie. Dringend. Sonst ist seine Karriere noch schneller zu Ende als David Hasselhoff, als er den Burger gefetzt hat. Nein, stimmt überhaupt nicht, Digga. Ich könnte jetzt eigentlich auch einfach alles ignorieren und würde damit auch einfach besser fahren. Ich brauche keine Sympathie. Das Internet ist schnelllebig. Das hat man früher oder später sowieso vergessen. Also ich sehe das ja jetzt schon, zum Beispiel in den Kommentaren. Vor allem bei KuchenTV, bei den anderen Kanälen, wie gesagt, eher so mittel. Aber gerade bei KuchenTV, Digga, das juckt keinen mehr. So, das ist den Leuten halt einfach egal. Und selbst wenn ich mich jetzt bei ABK entschuldige, also ihr seht ja, die Videos werden ja sogar schlecht bewertet. Also davon ganz abgesehen, mache ich mir damit ja einfach gar keine Freunde. Sogar besser wäre es gewesen, wenn ich das Video halt nicht... wenn ich das Video halt nicht gemacht hätte. So, und das Ding ist halt, den normalen Leuten ist es halt auch komplett egal. Wirklich, die einzigen, die es halt noch juckt, sind halt die ABK-Leute. So, das seht ihr ja auch hier im Chat. Der Chat ist halt komplett normal, außer mal irgendwelche ABK-Leute wie da. So, erste Nachricht, Digga, direkt du Hund. Das sind halt die einzigen Leute, die das irgendwie noch juckt. Aber das ist sowieso nicht meine Community. So, diese ganzen ABK-Leute, die haben mich auch vor 3 Jahren schon nicht gemocht und jetzt mögen die mich halt noch weniger, hätten mich aber sowieso nie geguckt. Habt ihr da Entschuldigung von KuchenTV oder nicht? Schreibt das mal unbedingt in die Kommentare, das würde uns alle brennend interessieren. Und like das Video, wenn ihr Bock habt, und ihr könnt den Kanal auch natürlich abonnieren und blablabla, was laber ich hier, Alter? Tschö. Digga, ich schwöre, das ist so ein... Ich check's nicht, Digga. Guck mal, das ist ein super bewertetes Video. So viel Scheiß, es ist unfassbar, wirklich, es ist unfassbar.